120 Jahre MSV. Welch eine Freude. Ich darf begrüßen Herrn Peter Wagner von der Trinkgut Getränke Einzelhandels GmbH und ihn dann verkünden, dass Trinkgut für die nächsten zwei Jahre der neue offizielle Hauptsponsor der MSV Duisburg wird. Herr Wagner, herzlich willkommen und vielen Dank dafür. Ja, ich denke, wir haben eine ganz tiefe Beziehung zu Duisburg und ins Ruhrgebiet. Und das war ja einer der zentralen Beweggründe, die Strahlkraft der Zebras, die Tradition der Zebras mit Trinkgut zu kombinieren. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass wir dies Jahr auch das Jubiläumstrikot gestalten durften mit Trinkgut. Also ich bin wirklich mehr als begeistert. Ich finde es sehr, sehr gelungen. Es wurde sich viel Gedanken gemacht. Insbesondere das Jubiläumslogo wurde jetzt in Tatami-Optik, wie es heißt im Fachdeutsch, aufgebracht mit einem ganz besonderen Glow, um auch die Feierlichkeit des Geburtstages abzubilden. Ansonsten haben wir uns gedacht, das Heimtrikot wird sehr, sehr stark angelehnt an die Retro-Trikots der alten Jahre, erkenntlich am Kragen, aber auch erkenntlich an den Farbtönen. Denn das Weiß ist kein blütenreines Weiß wie aus Omas Bettwäsche, es ist eher ein Leinenweiß. Also sehr, sehr starke Anlehnung an die Ursprünge des MSV. Und ich finde es sehr gelungen. Ja, als wir davon erfuhren, dass die Zebras einen neuen Hauptsponsor suchen, war die Entscheidung bei uns, bei Trinkgut und im Beirat natürlich schnell getroffen, den MSV zu unterstützen. Und ja, da braucht man Planungssicherheit. Und so kam zustande, dass wir von Beginn an zwei Jahre abschließen konnten, plus ein Jahr Verlängerungsoption, sodass wir auf jeden Fall zwei Jahre Sicherheit haben in Bezug auf den Hauptsponsor. Von Beginn an wussten wir darum, dass es den Fans ein großes Anliegen ist, falls es möglich ist, das Trikot eben auch zu kaufen, Ton in Ton mit dem blauen Streifen. Wir müssen dazu sagen, es gibt zwei Sichtweisen dabei. Ein Sponsor möchte auch eine werbliche Wirkung haben. Und diese werbliche Wirkung ist nicht mehr gegeben bei dem Kernlogo. Der Kompromiss sieht so aus, dass die Spieler im Wettbewerb die Trikots tragen im Original-Trinkgut-Logo, der Fan aber im Shop die Möglichkeit hat, auszuwählen zwischen dem Originaltrikot, wie es getragen wird im Wettbewerb, oder aber einem, wie sag mal, Fan-Trikot dazu, bei dem eben das Trinkgut-Logo im gleichen Blauton gehalten ist, wie auch die Streifen. Wo mancher große Waffe siegt, wo mancher festgerannt. Zebrastreifen weiß und blau, Zebrastreifen weiß und blau, ein jeder weiß, der